Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Bei mir immer noch Tobias. Yep. Und die Lego-Dimensionen. Heute mit so Dr. Wer? ich weiß, der war streng. Nee, aber gut. Wir bauen die Telefonzelle oder wie es heißt? TARDIS. Das ist ja ein Raumschiff. Ein Raumschiff? Ja. Ich dachte immer, das wäre so eine Warp-Station. Ich habe Dr. Who nie gesehen, müsste ich. Ich habe mich schlau gemacht. Das ist Polizeibox Office. Erzähl ich gleich was zu. Erzähl dir gleich was zu. Dann hol ich dir erstmal ran. Ram, ram, ram. Was hat klingt? TARDIS. TARDIS. So ein Hardis. Ich kenne den Hardis. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, da sind mal wenige Steinchen. Ja. Aber wie immer, der Stein drückt. Ja, sowas von. Der Stein drückt. Das hat du, achso. Ja, ja. Du bist gut in Figuren machen. Vor allem, wenn es um Capes geht. Wenn es um Capes geht, ja. Ich glaube, Dr. Who hat kein Cape. Dr. Who hat kein Cape. Also, Dr. Who ist ein Doktor. Wissenschaftler, der, eher gesagt, ein Außerirdischer. Er ist ein Außerirdischer? Ja, also so kommt es in der Serie vor. Der eben in die einer Gestalt dann wandelt. Hier ist er mal ein alterer Herr. Auf jeden Fall ist er dann in der Zeit und der Menschen unterwegs, um ja Sachen zu verhindern oder Sachen ja, besser zu machen, als sie waren. Ne? Also die Folge, die ich geguckt habe, waren dann zum Beispiel Puppen, die dann Schaufensterpuppen, die dann zum Leben erwacht sind und er hat dann jemanden gehabt, der ihm geholfen hat. Schaufensterpuppen, die zum Leben erwachen. Ja. Okay. Kann man mal verhindern? hat er dann Vorsehungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Woher weiß er, wo er hin muss, wenn was passiert? So kann das nicht raus wieder, wenn er das weiß. Oder hat er einfach nur gesagt, ach, da gibt es irgendwo Schaufensterpuppen, die doof sind? Das habe ich leider nicht rausgefunden. Auf jeden Fall ist diese Telefonzelle, die wir jetzt bauen, sein Raumschiff. Interessant, ich habe gerade was gebaut, was man im Grunde gar nicht sieht. Das ist sehr untypisch. Wie? Die sieht man. Die TARDIS sieht man. Ja, ja, aber das, was da drin ist, nicht. Ach so. Weil da sind ja diese, ja, ja, diese roten Teile drin, die, ja, habe ich hier genau komplett zugebaut. Ja. Jetzt brauchst du weiße Teile, die sind super. Ja. Jetzt baue ich weiße Teile, die man nicht sieht. Ihr gesagt, hier diese gelben. Ja, weiße gibt es auch. Und weiß, das ist alles da. Das rote nach unten. Achso, die kommen gesandwiched, ne? Ein, ja, rot, ein weiß, ein rot. Ich helfe dir gerade mal. Oh nein. Ah ja, dann hat das die Höhe, alles klar. Achso. Red, black and red. Ja. Also es ist eine Serie nachempfunden. Die gab es vorher in den 60ern und dann wird die nochmal aufgefrischt in den 90ern. Ja. Ja. Also ich finde das schon cool. Ich habe es selber nie gesehen, muss ich sagen. Ja. Aber es gibt ja so viele Päckchen von Dimension, da rennt man bestimmt einiges nicht von. Ja, da kommen auch einige, die man gar nicht kennt. Adventure Time habe ich vorher auch nie gehört. So ist es. Da haben wir schon. Ist vielleicht auch Sachen, die vielleicht einfach in Deutschland nicht so bekannt sind. Da kommt noch ein Runder drauf. Warte, da kommt noch. Achso, den hast du schon. Mit diesen blauen fehlt noch. Hast du? Yes. So, dreimal die Tür. Ja, da. Da. Dreimal? Dreimal steht da. Tatsache. Nicht zum Kleben. Und da ist die vierte. Hätten wir auch viermal machen können. Großartig. Und das war es auch schon. Wow, wie ein Umzugshäuschen im Schwimmbad. Ja. Aber warum ist denn der ganze Kram drin? Den siehst du nie wieder. Nee. Das ist ja irre. Vor allem ist das Raumschiff riesig eigentlich. Also das ist wirklich nur... Wofür ist der ganze Kram da drin? Warum habe ich denn den ganzen Kram reingebaut? Deko.
Ja, und es gibt im Spiel eine Szene, wo sie auseinanderfliegt und dann muss es kaputt machen. Oder? Du kannst ja auch noch andere Sachen bauen. Wahrscheinlich sind die dafür, die anderen Teile. Also habe ich jetzt nur einen Container gebaut. Ja, genau. Zum Aufbewahren für den Teil. Wahnsinn. Das war mal cool. So, jetzt noch den K9. Den Hund. K9. Nicht K3. Auch nicht K2. Gucken, wo ich hier hab. Lalala. Ja, das sieht gut aus. Sieht das gut. Haustier. Ist das ein Haustier? Ja, kann man so sagen. Ne? Das ist irre. So viel Kram drin und du siehst nichts. Ja, cool, ne? Irgendwie merkwürdig. Baust alles zu. Das habe ich von Lego auch nicht gesehen. So. Doch, klar. Wo? Irgendwo hatten wir das schon mal. Das war ein lauter Zeug. Das Kühlschrank, der Kühlschrank von Picky Mac zum Beispiel. Ja, der ist doch durchsichtig mit der Tür. Stimmt. Da kannst du reingucken. Das macht Sinn, aber das hier macht auch lauter Sinn. Geile Feuerbälle und du siehst sie nicht. Ich habe erst gedacht, du kannst abnehmen, da hast du unten, das ist ja auch blöd. So puh, Rakete und nee. Ja. Nix. Du weißt aber, dass es drin ist, also. Ja, wahrscheinlich hat sich Lego gedacht, wenn die Kids vor dem Fernseher sitzen und umbauen müssen, dann haben sie schon mal alles drin. So ist es. Nehme ich mal an. Warum willst du das nicht vorgeholt? Das ist irgendwie die einzig logische. Aber so viel umbauen kannst du ja gar nicht, ne? Ein bisschen schon. Laserpultade. Ich dachte, dafür brauchst du die ganzen Steine dann. Ja, richtig. Energy Burst. Das ist echt krass. Brandneue Levels. Brandneue Level. Okay, lassen wir mal so stehen, im wahrsten Sinne. Ich habe immer gedacht, der geht dann nur rein und verschwindet dann irgendwie. Nee, liegt dann durch Raum und Zeit. Aber die Telefonzelle kommt mit, oder was? Ja, das ist ja so sein Raumschiff, ne? Aber das käme auch nicht zurück wahrscheinlich. So ist es. Und das ist eben Tarnung, ne? Dass es so aussieht. Geht ja auch kein anderer rein. Nee. Traut sich keiner. Oh Gott, steht Polizei drauf. Wenn ich da reingehe, bin ich tot. Richtig. Ja, ist doch logisch. Ja. Achso, da kommen zwei ja nochmal. Dr. Wehr. Ja, freue ich mich auch schon, das Level durchzuspielen. Finde ich schon auch toll. Das Tolle bei den Leveln ist ja, da hast du auch wieder diese neuen Mini-Kits und dann wieder noch so eine Person, die zu überpreist. Wenn du jetzt so ein Päckchen hast. Ja. Und du hast ja gesagt, in dem Fall das Thales und das K9 kann man ja aufleveln. Ja, genau. Befinden sich die zu sammelnden Gegenstände, die du brauchst, denn auch in diesem Päckchen dann? Oder kannst du die Upgrades auch aus den anderen Leveln sammeln? Nee, du verstehst das falsch. Also du hast ja dieses Haupttor. Ja. Und dann sagst du eben, Boost soll so und so viel soll erhöht werden, dann kaufst du das einfach. Womit? Mit deinen Stats. Ja, eben. Kannst du da jede Stat verwenden oder nur die, die du in den Leveln gesammelt hast? Nur die ich so gesammelt hast, insgesamt. Ne, gesammelt insgesamt. Also kann ich auch Stats nehmen, die ich in Simpsons gesammelt habe. Ja, genau. Gut, das wollte ich noch wissen. Das wäre ja noch mieser. Ja, ich hätte sagen können, dass die so viele Stats in den jeweiligen Level einbauen, dass die sagen, für Dr. Who reicht. Nee, du musst ja auch. Jedes Level hat unterschiedlich Anzahl an Stats, die du sammeln musst. Das auch. Ja, das stimmt okay. Schon. Okay. Bis die Leiste voll ist. Ne? Ja, so ein Level 100% bei Lego ist auch eine Herausforderung für sich. Ja. Vor allem, wenn du das Level einmal verlassen hast, kannst du ja nicht wieder rein. Nee, du musst da von vorne. Von vorne, richtig. Obwohl, da gibt es immer so Checkpoints, sag ich mal. Und wenn du dann. Ja, das wenn du weißt, du hast alles von diesen Checkpoints, dann kannst du eben einen Checkpoint weitergehen, ne? Aber der sagt dir dann nicht, bis zu welchem Checkpoint du wie viel Prozent hast, oder? Nee, das nicht. Ja, wollte ich das sagen. Wenn du am Ende des Levels verlässt, dann kommt ja diese Aufzählung. Richtig. So und so viele Steine von dem. Ja, genau. Und wenn du jetzt 98% hast, musst du das ganze Level nochmal machen, um diese so, 2% zu suchen. Ja, genau. Zum Beispiel habe ich jetzt das erste Level nochmal von Story durchgespielt und mir fehlen 3 Minikits. Ach du Scheiße. Und die muss ich jetzt noch finden.
Musst du dann nur die drei finden? Ja, nur die drei finden. Wenn du die drei hast, kannst du Level verlassen und hast die 100%. Genau. Oder musst richtig. Du einmal in einem Rutsch alles? Nein, nein. Das kannst du schon. Du kannst schon. Das wäre fies. Das wäre noch fieser. Das zähle ich ja im Grunde jedes Steinchen irgendwie. Ja, so ist es. Boah, das wäre krass. Das ist so. Dann kommt das. So. Ja, das haben sie Gott sei Dank so gemacht, dass man die, wenn man gesammelt hat, dann hat man es ja gesammelt. Manche Sachen sind schon sehr gut versteckt. Ich kenne das nur von den Batman-Legos. Irgendwie sieht das komisch aus. Hm. Der Kopf muss anders. Oh mein Gott. Entschuldigt bitte. Peter, ist alles gut. Dem Hund geht's super. Er ist gleich wieder gesund. Nicht, dass gleich 10 Leute hier. Was macht er mit dem Hund? Ach, da kommt so ein Haken rein, oder? Ja, ja, da bin ich ja gerade am Tüfteln. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, das kommt so. Ja, schon richtig. Also. Das werden wir drehen. So, jetzt. Yeah, das war eine schon. Schwere Geburt. Aber der Hund lebt. Das ist ja kein Hund. Ein K9. Ein K9, ein Roboterhund. Ja, das war schon Dr. Das war Dr. Huh. Herr. Supi. Geht schnell. Voran. Ja, das wird sein. Ihr seht, der Tisch wird wieder voll. Ja. Aber wir nähern uns auch erstmal wieder dem letzten Paket der Session. Ja, also andere Folgen. Andere Folgen, ja, ja. Versprochen. Ich bin schon überlegen, ob wir nicht Season 2 rausmachen. Das weiß ich noch nicht. Das wollen wir mal klären. Alter. Ja, in diesem Sinne. Bis denn. Bis dann.